Was früher noch die Krankenschwester oder der Krankenpfleger war, das ist heute die diplomierte Pflegefachfrau oder der diplomierte Pflegefachmann HF. HF darum, weil die Ausbildung an einer höheren Fachschule absolviert wird. Eine von den Schulen, die die Pflegerausbildung anbietet, ist das Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen in Winterthur. Wer gerne mit Menschen zu tun hat, sie in ihrem Alltag unterstützen will und es schätzt, wenn kein Tag wie der andere ist, für den ist der Beruf als Pflegefachperson genau richtig. Medikamente verabreichen, Wunden versorgen oder Verbände wechseln. All das gehört zu den täglichen Aufgaben. Einerseits arbeiten wir eng mit den Patienten und ihren Angehörigen zusammen, andererseits aber auch mit Ärzten, Physiotherapeuten oder Ernährungsberaterinnen. Für mich ist der Reiz, dass ich viel Kontakt mit verschiedenen Menschen habe. Er ist sehr abwechslungsreich, muss mich immer wieder auf etwas Neues einstellen. Man hat sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten und man kann auch in verschiedenen Institutionen arbeiten als Pflegefachfrau. Als engste Kontaktperson des Patienten beobachtet man den Krankheitsverlauf und Heilungsprozess genau und unterstützt ihn bei Alltagstätigkeiten wie Waschen oder Essen. Im Spital sind Pflegefachpersonen zudem verantwortlich für die fachangestellte Gesundheit. Gründe für eine Ausbildung in der Pflege gibt es viele. Wir haben beide vorher eine Pflegeausbildung gemacht. Und haben einfach, also ich vor allem wollte einfach mehr Verantwortung haben und auch Bezugspersonenpflege und so machen. Es ist der Mensch an und für sich. Es ist das Unterstützen von Menschen in Krisensituationen, wo viele Leute nicht können. Und ich gemerkt habe, dass ich das eigentlich gut kann und gerne mache. Und somit freue ich mich, eigentlich dann den Beruf auszuüben. So. Die dreijährige Ausbildung ist so vielseitig wie der Beruf selber. Abwechslungsweise verbringt man immer ein halbes Jahr in der Schule und ein halbes Jahr im Praktikum. In den Theoriestunden lernt man einerseits pflege- und naturwissenschaftliche Themen wie Blutentnahme, Mobilisation oder den Umgang mit dem Tod kennen. Andererseits gibt es aber auch Fächer wie Soziologie oder Psychologie. Im Praxisunterricht kann man das gelernte Wissen dann gerade umsetzen. Zuerst werden die Übungen vorgezeigt und nachher selber ausprobiert. Die praktischen Stunden werden von den Studenten sehr geschätzt. Ich kann halt auch alles, was man jetzt theoretisch gelernt hat, schon mal umsetzen. Man kommt gewisse Fähigkeiten über, man sieht, wo das noch Schwierigkeiten sind, auf was dass man dann auch beim Praxisalltag muss schauen muss. Mal einerseits wirklich selber können anzuwenden und andererseits ist es sehr interessant, um zu sehen, wie fühlen sich die Patienten dabei, weil man muss eben dann die Rollen immer wieder tauschen. Wer Pflegefachfrau oder Pflegefachmann werden will, muss einen allgemeinbildenden Abschluss oder eine dreijährige Berufslehre mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis haben. Zudem wird man noch zu einem Eignungstest eingeladen. Den muss man bestehen, um an den Lehrgang zugelassen werden. Neben den fachlichen Anforderungen gibt es aber auch noch andere Eigenschaften, die man mitbringen sollte. Die weichen Faktoren sind, dass sie wirklich den Menschen mögen, dass sie Beziehungen gestalten können. Sie müssen eine hohe personale und Sozialkompetenz haben. Und sie müssen bereit sein, sich jeden Tag auf eine neue Situation einzustellen. Hat man die 3 Jahre Ausbildung bestanden, steht einem die ganze Welt von der Pflege offen. Ob im Spital, im Heim oder bei der Spitex, das Arbeitsfeld ist gross. Wer noch nicht genug hat von der Schule, der kann zum Beispiel noch den Bachelor und den Master in Pflege machen oder sich auf ein Arbeitsfeld wie zum Beispiel palliative Pflege spezialisieren. Zack, 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 zack.